Hallo und schönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 26. August 2022 und ich melde mich jetzt nach 6 Wochen wieder mit meinem Videoblog hier aus dem Klinikum Rheine in der Matthias Stiftung. Ja, als erstes möchte ich ganz liebe Grüße an alle Lieblinge und an Christian Thees und Anke Engelke senden. Ich hatte in den letzten Wochen Kontakt zu den beiden und zu einem wunderbaren Podcast, Wie war der Tag, Liebling? Und den kann ich A nur empfehlen und ich durfte jetzt auch Teil dieses Podcasts sein und von daher ganz liebe Grüße zu euch beiden und an alle Lieblinge. So, das dazu, jetzt wieder zu den normalen Themen. Hier in Deutschland gibt es ja jetzt einen ersten Vorschlag, wie es aussehen soll mit den neuen Regelungen und da gibt es auch Gott sei Dank oder zumindest auch erste Regung aus Düsseldorf vom Ministerium, wie das hier umgesetzt werden soll. Es sind ja da durchaus, ich sage es einfach mal so jetzt, sehr zurückhaltende Maßnahmen beschlossen worden und vor allen Dingen auch die Regelung, dass im Bahnfernverkehr wieder Masken getragen werden sollen, im Nahverkehr nicht, finde ich irgendwie unlogisch, weil ja gerade wer mal tatsächlich mit Bus und Bahn unterwegs ist, der weiß, dass in normalen Zeiten gerade der Nahverkehr ein viel engerer Körperkontakt herrscht als im Fernverkehr. Und im Fernverkehr sitzt man eher an seinem Platz. Klar, da könnte man auch Kontakt haben zu den direkten Mitreisenden daneben, aber das sind überschaubare Anzahl. Im Nahverkehr, da hat man eine viel höhere Fluktuation von Menschen, die ein- und aussteigen. Und da ist an sich nach meiner Meinung die Maskenempfehlung eine viel bessere. Und Nordrhein-Westfalen, so stand es heute Morgen in der Zeitung, hat ja auch schon gesagt, dass ab 1. Oktober die Maskenpflicht im Nahverkehr wieder kommt und beziehungsweise glaube ich sogar die FFP2. Aber das werden wir noch lesen, ist ja noch ein paar Tage Zeit, bis es soweit ist. Da werden sicherlich noch die einen oder anderen Änderungen, Verschärfungen, Lockerungen oder sowas kommen. Es bleibt allerdings, und das finde ich wirklich schade, eine sehr unklare Vorgabe. Und als wenn die Politik entschieden hat, ja gut, dann sollen sich jetzt alle durchseuchen, hat ja jetzt im Sommer auch ganz gut geklappt. Schade eigentlich. Vor 6 Wochen haben wir hier im Krankenhaus, ich habe darüber berichtet, begonnen oder mussten wir wieder notwendigerweise Leistungen und Untersuchungen, OPs etc. reduzieren, weil nicht genügend Personal vorhanden war. Das hat sich tatsächlich noch nicht sonderlich entschärft. Es ist zwar ein klein bisschen Besserung, aber es ist immer noch so, dass wir nicht volle Leistung fahren können und das ist sehr, sehr schade. Das wird sich ja noch ein paar Wochen hinziehen. So sind unsere Prognosen. Der Krankenstand ist weiterhin relativ hoch, höher als in den Jahren vorher, aus unterschiedlichen Gründen und sicherlich, und das nehme ich auch tatsächlich keinem übel, auch was Erschöpfung angeht durch die letzten 2,5 Jahre, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Trotzdem versuchen wir alles Mögliche zu tun, damit alle Patienten auch möglichst zeitnah behandelt werden können. Gerade die wichtigen Sachen, Notfallsachen, das läuft alles weiter uneingenommen. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Dafür ist Sorge getragen. Aber bestimmte planbare und verschiebbare Sachen, da sind wir immer noch nicht wieder so, dass wir die wirklich so wie sonst normalerweise auch zeitnah dann versorgen können. Also da bleibt eine gewisse Reduzierung dann tatsächlich noch vorhanden. Die interessante Info dazu ist allerdings und auch ein bisschen erschreckend, das ist in ganz Deutschland so. Ich war jetzt auf einem Meeting und habe da mit 15 anderen Urologiechefs aus ganz Deutschland auch sehr intensiv mich austauschen können. Und egal ob Bremen, Straubing, Mainz, Hannover oder wo auch immer, überall ist die gleiche Situation. Das ist also jetzt nicht hier irgendwie Matthias speziell, nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich eine Situation in allen Krankenhäusern, dass überall Personal fehlt, sodass nicht alle Stationen normal geöffnet betrieben werden können. Und das ist schon, das habe ich noch nie erlebt, in keiner Phase. Ich bin jetzt über 30 Jahre in der Klinik tätig, aber habe ich noch in keiner Phase erlebt. Und das ist wirklich etwas, das macht mir auch tatsächlich ein klein bisschen Sorgen. Ich will jetzt nicht Angst verbreiten, das normale und das Notfallgeschäft, das wird laufen, aber das, was wir gewohnt sind, diese zeitnahe Abarbeitung von vielen Sachen, das ist tatsächlich etwas,
wo im Moment noch kein wirkliches Ende in Sicht ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Das nächste Thema, die Impfung. Ja, die nächste Impfung wird kommen, auch eine angepasste Impfung. Ob die jetzt im September oder Oktober kommt, muss man abwarten. Ich werde dann auch wieder dabei sein. Dann habe ich auch den Abstand zu meiner Corona-Infektion ausreichend weit, dass ich geimpft werden kann und werde dann meine vierte Impfung bekommen. Alle, die sich Sorgen machen oder zu Risikogruppen gehören, haben ja hoffentlich schon eine vierte Impfung und sich nicht infiziert und können dann halt auch gegebenenfalls Richtung fünfte Impfung gehen. Ich hoffe nicht, dass das so ein langjähriges zweimal im Jahr Special wird, dass man sich impfen muss, sondern dass das eher ähnlich wie irgendwann auch bei der Grippeimpfung, die jetzt auch wieder ansteht, sein wird, dass man sich einmal im Jahr aktualisiert impfen lässt und dann hat man einen gewissen Schutz zu dem üblichen Kontakt, den man mit dem Virus natürlich auch draußen mal mehr, mal weniger bekommen kann. Blick auf die Lage hier im Kreis Steinfurt ist es so, dass es tatsächlich deutlich besser geworden ist und das ist wahrscheinlich auch die Wahrnehmung von vielen, von denen, die mir jetzt zuhören, dass es im Moment ein bisschen ruhiger ist. Am Anfang des Sommers war es tatsächlich noch deutlich, da war eine richtige Sommerwelle da. Wir sind jetzt hier im Grunde genommen auf der Hälfte der Daten von vor 6 Wochen. Wir haben aktuell 251 als Inzidenz. Neulich waren es noch über 500 und in ganz Deutschland sind wir bei 260. Natürlich fehlen viele Tests. Es gehen ja lange, lange nicht alle zum PCR-Test hin, die positiv sind und sich isolieren. Viele sagen ja, was bringt das, wenn ich da hingehe? Ich will mich jetzt schnell erholen oder damit durch sein und lass mich nicht PCR testen. Mein Appell kann nur sein, bitte jeder, der positiv ist, lasst euch auch eben im Testzentrum mit dem PCR-Test abstreichen, damit die Statistischen ein ehrliches und echtes Bild abgeben. Die einzige Gruppe, die halt tatsächlich noch konsequent mit PCR abgestrichen wird, sind ja die Patienten, die ins Krankenhaus kommen. Und da sehen wir allerdings auch, dass es weniger wird. Und ungefähr die Hälfte, das passt schon von vor 6 Wochen. Wir haben auch tatsächlich einen relativ niedrigen Stand an Corona-Infizierten im Krankenhaus. Weiterhin ist es so, dass nur ganz wenige an Corona erkrankt sind, aber die gibt es doch auch immer noch. Und allerdings doch viele Patienten immer noch Corona zusätzlich haben oder anrufen und sagen, ja, ich muss morgen zur OP kommen, habe aber jetzt Corona und dann müssen wir den OP-Termin wieder verschieben. Das gibt es natürlich auch. Was ein bisschen positiv stimmt auch, ist, dass der sogenannte positiven Anteil abgenommen hat. Der ist von über 50 auf aktuell 38 runtergegangen. Das ist wirklich ein Zeichen, dass sie die Infektionslage abgenommen hat. Ja, auf die einzelnen Altersgruppen will ich nicht eingehen. Da hat sich alles sehr gut entwickelt und ist weniger geworden. Auch die Anzahl der Mitarbeiter, die an Corona erkrankt sind, hat abgenommen. Das passt alles irgendwie zusammen. Ich bin eher gespannt, wie es jetzt weitergeht. Jetzt kommen wieder mehr Veranstaltungen in Innenräumen. Es kommen wieder mehr aus dem schulischen Betrieb, wo die Kinder ja in der Schule, Gott sei Dank, aber halt doch wieder zum Teil ohne Maske und ohne Tests unterwegs sind. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Warten wir es ab. Insgesamt darf ich allen aber ein schönes Wochenende wünschen. Ich werde mich irgendwann in 4, 5 Wochen wieder melden. Und bis dahin wünsche ich allen natürlich erstens, dass es alles möglichst schnell und bald vorbei ist. Ich wünsche allen Gesundheit und Frieden und wasch die Hände, Wochenende. Bis dann.